Du möchtest mit ihr auf ein Date, aber es wird langsam echt ein wenig einsam. Du kannst das Haus nicht verlassen und es ist schwierig, neue Leute kennenzulernen. Wie schön wäre es trotzdem, endlich die eine neben dir liegen zu haben, neben ihr einzuschlafen und neben ihr aufzuwachen. In diesem Video bekommst du einen einfachen Leitfaden, mit dem du sie endlich auf ein Date bekommst. Ohne das Haus zu verlassen. Mein Name ist Andy Friday und wenn du Frauen entdecken, verführen und entlang der Reise deine große Liebe finden willst, ohne ein Macho zu werden, genau dann ist dieser Kanal für dich. Die Chancen sind hoch, dass du schon mit einer Frau schreibst, die du wirklich magst. Und wenn du es noch nicht tust, dann ist dieses Video der Arschtritt, es endlich zu tun. Vielleicht ist es die eine aus dem Bekanntenkreis, eine Mitkommilitonin, die Arbeitskollegin, bei der du dich schon ewig nicht getraut hast. Oder eine Frau vom Online-Dating. Du hast das Gefühl, sie mag dich auch, aber irgendwie schafft ihr es nicht, aufs nächste Level zu kommen. Der erste Schritt ist, dass du ein persönliches Verhältnis aufbaust. Und das wird jetzt ganz konkret. Stell dir vor, wie würde ein Pärchen in Kontakt bleiben. Sie würden sich wahrscheinlich so oft es geht anrufen oder mit Video telefonieren. Wenn das nicht geht, dann tauschen sie Sprachnachrichten aus. Und wenn das nicht geht, dann schreiben sie auf WhatsApp. Also konkret, wenn du noch nicht mit ihr auf WhatsApp schreibst, sondern auf irgendeiner anderen Plattform, Tinder, Facebook, Instagram, dann ist es höchste Zeit, auf WhatsApp zu wechseln. Mit jedem kleinen Schritt, mit dem du die Kommunikationsform, mit der ihr beide kommunizierst, so veränderst, wie es ein Pärchen tun würde, desto näher kommt ihr euch. Schreib ihr mitten in der Unterhaltung und begründe den Wechsel mit folgenden Worten. Hey, wie ist deine Nummer? Schreib mir auf WhatsApp, das ist einfacher. 0176 und so weiter und so fort. Das ist meine Lieblingsnachricht, denn damit gibst du ihr nicht nur die Möglichkeit, dir als erstes zu schreiben, sondern du hast auch gleichzeitig nach ihrer Nummer gefragt, um dir einfach beide Optionen offen zu halten. Das gibt ihr maximal viel Spielraum und sie kann entscheiden, ob sie dir ihre Nummer gibt oder sie dir einfach schreibt. Und meistens wird sie dir dann schreiben. Sobald ihr die Unterhaltung auf WhatsApp fortführt, gehst du folgendermaßen vor. Zweitens, du rufst sie an. Und was du ihr genau sagst, das bekommst du gleich. Ich weiß, es ist 2020 und kaum jemand ruft den anderen heutzutage noch an. Aber telefonieren ist immer noch die Kommunikationsform, mit der du ihr am nahesten bist, abgesehen natürlich vom Treffen oder Sex. Darum gehöre ich da einfach der alten Schule an. Und wenn du es so machst, wie ich dir gleich in diesem Video verraten werde, dann werden es Frauen auch mitmachen. Wenn ich eine Frau am Telefon habe, dann kommt das Date auch zu 95% zustande. Auch wenn du dich noch nervös fühlst, ich kann dir garantieren, bei ihr wird das nicht anders sein. Der perfekte Zeitpunkt ist sogar, wenn ihr gerade miteinander hin und her schreibt und du siehst, dass sie online ist. Genau in dem Moment, wo sie tippt, das ist der Augenblick, bei dem ich liebend gerne anrufe. Der Grund ist, dass es einfach ein natürlicher Prozess ist. So würdest du es bei einem guten Freund genauso machen. Wenn ihr viel schreibt und dich irgendwann das ganze Schreiben annervt, dann rufst du auch einfach an. Typischerweise genau diese Momente, wo du einfach einen Freund anrufen würdest, kannst du auch sie anrufen. Als wäre es nichts Besonderes. Die Chancen stehen am höchsten, dass sie in diesem Moment auch rangeht, weil du weißt, dass sie online ist und sie weiß, dass du weißt, dass sie online ist. Von daher wird sie sich denken, na gut, wenn wir schon mal dabei sind, es wäre komisch, jetzt nicht dran zu gehen. Genauso würdest du es auch machen. Kaum hast du sie am Telefon, sagst du ihr Folgendes. Hey, ich dachte mir, das macht es einfach einfacher. Ich habe da eine wichtige Frage an dich. Warte, bis sie antwortet. Ja? Rotwein oder Weißwein? Gib ihr eine Chance, darauf zu antworten. Und dann sagst du, perfekt, was hast du am Wochenende vor? Dadurch, dass du ihr eine Frage davor gestellt hast, kommt es gar nicht so komisch rüber, dass du jetzt nach einem Date fragst. Das Date ist keine große Sache mehr. Deine Frage davor war ja der eigentliche Grund, warum du sie angerufen hast. Und dass ihr euch jetzt treffen könnt, ist einfach eine logische Konsequenz daraus. Okay, was machen wir, wenn sie aber nicht abnimmt? Wenn sie nicht abnimmt, dann zieh sie einfach ein wenig auf. Zum Beispiel mit, na, zu nervös mit mir zu reden? Einfach als Sprachnachricht und nichts hinterher. Ich weiß, das macht ganz schön Angst. Aber Übung macht den Meister. Wenn du es jetzt nicht probierst, dann wirst du es nie versuchen. Zeit, dein Leben jetzt anzupacken. Drittens, achte auf eine gute Uhrzeit zum Telefonieren. Wenn du sie aus heiterem Himmel anrufst, dann am besten abends, gegen 7 Uhr, wenn die meisten Leute nach Hause gekommen sind, sich entspannt haben und die Schuhe ausgeschmissen haben. Wenn sie da nicht rangeht, schicke dieselbe Sprachnachricht wie zuvor. Profi-Tipp, ab sofort nutzt du nur noch Sprachnachrichten. Sprachnachrichten sind einfach persönlicher. Sie kann dich und deine Persönlichkeit besser kennenlernen und du gibst ihr die Chance, dass sie auch einen Schritt auf dich zugeht. Unsere Stimme kann einfach mehr Vertrauen aufbauen als 240 Zeichen und ein paar missverständliche Emojis. Und wenn du bei dem Gedanken, sie anzurufen, so nervös wirst, weil du dich ganz andere Dinge mit ihr nicht traust, dann ist es an der Zeit, das anzugehen. Klicke also hier, wenn du mit mir sprechen möchtest. Okay, wie ich jetzt also per Sprachnachricht oder per Telefonat zum Date komme, ist jetzt klar. Aber was mache ich dann? Ja, gerade heute mit den ganzen Social Distancing-Regeln. Ihr könnt euch auch treffen und den Abstand einhalten. Denkt dran, alles, was wir hier machen, es geht nicht darum, Frauen ins Bett zu tricksen oder das zu bekommen, was sie dir nicht geben will, sondern am Ende des Tages geht es darum, dass ihr euch kennenlernt. Und wenn ihr miteinander Zeit verbringt, könnt ihr euch kennenlernen.
Und das sollte das Ziel eines Dates sein. Um dann zu entscheiden, mag ich sie oder mag ich sie nicht? Und wenn ich sie mag, dann führe ich sie ins Schlafzimmer. Denn so war das schon immer, wenn du ein unabhängiger Mann bist, der Frauen auf Augenhöhe sieht. Und ein Mann mit Herz, der für Frauen da sein will, der ordnet sich ihnen nicht unter. Der Mann, der du wirklich sein willst, der kann auch mit dir flirten. Und um in 5 Minuten und 55 Sekunden flirten zu lernen, brauchst du nur dieses Video.